Sind die Autos dir zu laut? Ja, ich bin heute ein bisschen verkratzt, weil ich Rückenschmerzen habe. Das Wetter wird heute wieder sonnig. Sehr sonnig sogar. Da oben sieht man schon ein bisschen Sonne. Aber ich habe wirklich Schmerzen. Warte mal, komm mal her, Schatz. Warte, kann ich mal eben? Ich muss die Haare einfach machen. Hier, ne? Hier. Ich muss dir die Zunge küssen. Du musst mir sagen, wo es weh tut. Hier? Hallo? Mach dir mal ein Kirschbaumkissen. Also das Gewitter war gestern leider doch nicht gekommen. Wir hatten dafür Regen gehabt. Habe ja im Regen sogar noch Aufnahmen gemacht von der Wacholderdrossel, die da hinten auf der Tanne saß. Diese Tanne da hinten saß. Von der Amsel sieht man heute auch nicht viel. Weiß auch nicht wieso. Selbst von den Krähen sieht man heute gar nichts. Man sieht nur das hier. Gerade bei so sonniger Himmel. Und dann Plover bitte. Wenn ich es richtig oder muss ich noch höher? Es geht. Warte.
Und jetzt bin ich richtig? Mhm. So wie im Festhaus, sonst wird es spannender. Ja. Ist es zu heiß oder was? Ich bin nur eine Minute, wie es sein muss. Nein, ist nicht zu heiß. Was? Ich muss mich drehen. Ja, warte, ich halte das Ding fest, sonst rutscht runter. Du musst dich auch hinlegen, Alexandra, dass das warm gehalten wird. Das ist ein Nerv eingeklemmt, hast du. Das habe ich gestern schon gefühlt, beim Eincremen auch. Es gibt draußen mit gar nichts zu sehen. Nö. Scheiße, schade. Die Haselnussbäume verblühen auch schon langsam. Ja, die weißen, mit Weißblüten, ne? Ja. Mit den Weißblüten, ja, diese wilde Haselnuss, ja. Diese wilden Haselnussbäume, diese Wildbäume ja. Da, diese wilden, wilden Haselnussbäume da. Ja. Oder Wildkirschblütenbäume, diese Wildkirschbäume, ja. Wildkirsch oder Wildhaselnuss, mhm. Verblühen auch schon so langsam. Ich weiß. Und der auf dem Friedhof der Rosa Fahne verblüht auch schon langsam. Ich sehe den da hinten, ne? Hm? Kann man hier von oben auch ja, ich bin durch alle Dienstag, ich gehe jetzt wieder rein.